steig in den Flieger, die Yacht ist gemietet, der Wagen geleast. Doch der ganze Scheiß in der Line übersteigt schon bei weitem dein Jahresverdienst. Hast du Erfolg, wirst du gehatet aus Prinzip. Deshalb chill ich in hohen Kreisen wie ein Wettersatellit. Du musst lernen zu kämpfen, wenn Gegenwind kommt. Die Segel zu setzen, wenn Gegenwind kommt. Denn lediglich wenige Menschen begeben sich auf diese Wege, wenn Gegenwind kommt. Angeschnallt, denn du musst vorsichtig sein. Vollgas, ich stelle die Sportsitze ein. Denn ich will der erste und einzige Networker oben dabei in der Forbes-Liste sein. Big Player Game und ich spiele dort mit. Ziele fokussiert, Vision Board Shit. Dein Ziel ist ein Traum mit Termin und ich will auch hinaus über Skispringer, Wintersportclips. Bleib auf dem Boden, ich höre auf den Satz. Doch sorry, ich hab schon die Koffer gepackt und bin auf dem Weg zum Helikopterlandeplatz. Immer höher, immer weiter. Alle hoffen, dass du scheiterst. Doch der erste ist der größte und der wichtigste Schritt. Denn betrittst du diese Leiter, die dein Horizont erweitert, kommt ein Riesenfortschritt Richtung Vision Board Shit. Mein Ziel ist übertrieben, künftig viel mehr zu verdienen und mit riesigen Maschinen über die Chiefs hier drüber fliegen, mein Team damit zu nehmen und auf Weltreise zu gehen. Ein paar Mega-Yachten ordern, groß wie Elefantenhorden, optisch elegant, wir heben ab und jetzt geht's los. My whole team winning wie ein Drohnen-Selfie, Facebook-Quote. Mission-driven, ich verspreche euch eins, ich hab ne krassere Besetzung als Expendables 3. Die Messlatte liegt hoch, Stabhochsprung, denn ich arbeite an Träumen wie die Schlafforschung, kreiere eine eigene Rangordnung und baue mich oben auf wie eine Dachwohnung. Ich will völlig übertreiben, wie in Drogenschmuggler kreisen und ein Wappen mit ner Krone wie das Rolex-Uhrenzeichen. Immer höher, immer weiter, alle hoffen, dass du scheiterst. Doch der erste ist der größte und der wichtigste Schritt. Denn betrittst du diese Leiter, die dein Horizont erweitert, kommt ein Riesenfortschritt Richtung Vision Board Shit. Ich komm auf die Party im roten Maserati und schreibe mehr Cashflows als Robert Kiyosaki. Das kann ja nicht so schwer sein, das Leben sollte fair sein. Ich will nicht wie ein Pilot verdienen, sondern wie eine Airline. Das ist Vision Board Shit. Dass du scheiterst, doch der erste ist der größte und der wichtigste Schritt. Denn betrittst du diese Leiter, die dein Horizont erweitert, kommt ein Riesenfortschritt Richtung Vision Board Shit.